Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! CDU und CSU verfolgen in der Asylpolitik im Wesentlichen drei Ziele. Unser erstes Ziel ist die massive und dauerhafte Reduzierung der Zuwanderung. Unser zweites Ziel ist es, die Kontrolle über die Zuwanderung zu verbessern. Und unser drittes Ziel ist es, dass wir grundsätzlich die Zustimmung für die Migration in Deutschland erhalten. Und wir müssen nach den vergangenen Monaten das Tempo und das Volumen der Zuwanderung begrenzen, wenn wir die Hilfsbereitschaft und die Aufnahmefähigkeit in Deutschland erhalten wollen. Und da nützen uns polemische Reden wie die des Kollegen Korte heute überhaupt nicht. Und ich frage mich, wo die Fraktionsspitze der Linken bei diesem doch so wichtigen Gesetzespaket, das mit Skandalen versehen ist, heute anwesend ist, vielleicht gestern am Nockerberg hängen geblieben, weil die meisten anderen, die ich da gesehen habe, sind ja heute wieder da. Und um auf die Leistungen Bayerns einzugehen, möchte ich Ihnen mal eins sagen. Bayern versorgt ein Viertel aller unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, und das sind aktuell 15.500 unbegleitete Minderjährige. Bayern stellt 3,2 Milliarden Euro für die Integration zur Verfügung, damit wir mehr Stellen schaffen können im Bereich der Lehrer und anderer Bereiche und damit wir 28.000 neue Sozialwohnungen bauen können. Wer also Bayern nicht, die Leistungen Bayern nicht schätzt, sondern hier in pauschalen Reden auf die CSU und auf Herrn Horst Seehofer einschlägt, der geht an der Realität vorbei. In Bayern wird gehandelt, während von den Linken hier nur geredet wird. Und wir müssen auch im Interesse derjenigen, die zu uns kommen, noch schneller als bisher festlegen, wer in Deutschland bleibeberechtigt ist und damit auch integriert werden soll und wer seiner Ausreisepflicht nachkommen muss und daher auch keinen Anspruch auf Integrationshilfe hat. Und diese Entscheidungen müssen wir auch konsequent durchsetzen. Wir haben in den vergangenen Monaten einiges erreicht und die Ernennung von Ländern zu sicheren Herkunftsstaaten, wie wir das im Westbalkan getan haben, wo immerhin fast über 99% aller Anträge aussichtslos gewesen sind, ist richtig. Wir haben hier vom Institut für Wirtschaft in Kiel im September letzten Jahres bescheinigt bekommen, dass dadurch sich die Anzahl der Asylanträge deutlich reduziert. Und es geht nicht darum, Frau Kollegin Jelpke hat sich auch schon verabschiedet, die Einzelfallentscheidung außer Betracht zu lassen, sondern es wird nach wie vor jeder Einzelfall geprüft. Es geht lediglich um eine Beweislastumkehr. Wir haben mit der Reform des Bleiberechts im letzten Juli bereits die Ermessensentscheidung eingefügt. Wir haben entschieden, dass der, der sich gut integriert hat, ein zügigeres Bleiberecht bekommt. Wer aber die Sicherheit gefährdet und wer sich nicht an unsere Regeln hält und damit auch nicht schutzberechtigt ist, der muss schneller ausgewiesen werden. Wir haben mit den Wiedereinreisesperren die freiwillige Ausreise gefördert und auch die Zahl aussichtsloser Folgeanträge reduziert. Im Oktober letzten Jahres haben wir das Asylpaket 1 beschlossen hier im Bundestag. Wir haben damit Länder und Kommunen massiv finanziell entlastet. Wir haben aber auch Leistungen für Ausreisepflichtige gekürzt und die Ankündigung des Abschiebetermins verboten. Und trotz all dieser Maßnahmen waren im letzten Jahr 200.000 Personen ausreisepflichtig und es haben nur 20.000 Abschiebungen erfolgt. Es sind nur 20.000 Abschiebungen erfolgt. Und da sieht man, dass wir an diesem Punkt einfach noch besser werden müssen, damit wir die Plätze für diejenigen haben, die wirklich unseren Schutz brauchen. Wir haben im Januar diesen Jahres mit dem Gesetz zum besseren Datenaustausch zwischen den Behörden die gesetzlichen Grundlagen für ein nicht nur gewaltiges IT-Projekt geschaffen, sondern auch dafür gesorgt, dass bis das jetzt besser alle Asylbewerber systematisch auch erfasst, in einer zentralen Datenbank registriert werden und ihre Qualifikationen, ihre Sprachkenntnisse, Fingerabdrücke und vieles mehr, die Sicherheitsüberprüfung durch unsere Nachrichtendienste auch konsequent und zielgerichtet zusammengeführt wird. Wir haben mit dem Bundeshaushalt 2016 über 1.800 neue Stellen für Bundespolizei und BKA geschaffen, 4.000 neue Stellen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geschaffen, um die Asylverfahren zu beschleunigen und damit aber auch eine schnellere Anerkennung zu erreichen und damit auch diesen Flüchtlingen schnellere Integrationen zu ermöglichen.
Wir haben bereits im letzten Jahr schon beschlossen, dass Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive, wenn ihre Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, bereits nach 3 Monaten arbeiten dürfen, dass sie schneller an Integrationskursen teilnehmen dürfen, aber eben nur mit guter Bleibeperspektive. Und es ist daher nicht richtig, wenn hier heute der Vorwurf erhoben wird, die rechte Seite würde sich nur um Abschiebungen und Ausweisungen kümmern. Das Gegenteil ist der Fall. Die Mittel für die Integrationskurse sind verdoppelt worden auf 559 Millionen Euro. Und mit den Gesetzen heute gehen wir einen weiteren Schritt. Wir haben in den vergangenen Monaten wieder vieles, vieles debattiert, um einfach auch zu schauen, wie wir die Situation für unser Land gut gestalten können. Und das sind nicht immer Entscheidungen, die uns alle glücklich machen, aber die notwendig sind. Und dazu gehört zum einen das Asylpaket 2, das wir heute verabschieden, dass die Bundespolizei unter anderem die Länder künftig bei der Passersatzbeschaffung unterstützt, dass wir besondere Aufnahmeeinrichtungen einführen, in denen alle Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive Schnellverfahren von 3 Wochen durchlaufen können. Und wir haben die Residenzpflicht gestärkt, indem wir den Leistungsanspruch und den Leistungsanspruch der Asylbewerber ruhen lassen, wenn der Asylbewerber sich nicht in der zugewiesenen Kommune meldet, weil es nicht sein kann, dass die Asylbewerber selbst entscheiden, wo und wie sie sich bzw. wo sie sich in Deutschland aufhalten. Das ist gesteuerte Migration und das ist für unsere Kommunen auch dringend erforderlich. Die Aussetzung des Familiennachzuges ist ein Einschnitt, ja, aber wir knüpfen an eine Regelung an, die bis Mitte letzten Jahres bestanden hat. Und da habe ich weder von den Grünen noch von den Linken, seit ich im Bundestag war, bis dahin einen großen Aufschrei gehört. Und es geht lediglich um die Aussetzung des Familiennachzuges für subsidiär Geschützte und dann auch nur für einen Zeitraum von 2 Jahren. Das ist weder unmenschlich noch inhuman, sondern es ist notwendig, damit wir unsere Zugangszahlen zumindest in manchen Bereichen reduzieren können. Und mir kann niemand erklären, was es hier mit human zu tun hat, wenn Eltern ihre minderjährigen Kinder alleine auf die Flucht nach Deutschland schicken. Ich werde das nicht verstehen. Und mit dem Gesetz zur leichteren Ausweisung ausländischer Straftäter reagieren wir zu Recht auf die Gewalt in der Silvesternacht. Bestimmte Delikte sollen künftig immer bei Verstößen dagegen ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen. Und dazu gehören Straftaten gegen das Leben, das Eigentum, die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit und den Widerstand gegen Vollzugsbeamte. Auch hier gilt, der Einzelfall wird geprüft, auch hier gilt keine pauschale Aberkennung von Titeln und pauschale Zurückführung. So ist das in allen Fällen, die wir geregelt haben. Es wird der Einzelfall berücksichtigt. Und auch hier gilt eine besondere Hürde. Nicht jedes strafbare Verhalten führt danach zu einer Aberkennung von Aufenthaltstiteln oder zu einer Nichtermöglichung im bestehenden Verfahren. Und die Hürde mit einem Strafmaß von 1 Jahr ist ebenfalls hoch gesetzt, sodass wir auch hier nicht von einer unbilligen und pauschalen Härtefallregelung sprechen können. Frau Kollegin, das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, nachdem die Kollegin Jelpke vorhin so schön überzogen hat, können wir die 30 Sekunden hier, glaube ich, verkraften. Also, Frau Kollegin, das habe ich zu entscheiden, ob überhaupt und wie lange gegebenenfalls eine vorgesehene Redezeit überschritten wird. Ich bitte Sie daher, diesen Gesetzespaketen heute zuzustimmen. Wir sind auf einem richtigen Weg und es wird nicht das letzte Gesetzespaket in dieser Legislaturperiode bleiben. Vielen Dank. Auch eine Minute mehr, ne? Ja. Nur mal nachrichtlich, Frau Lindholz, Sie haben genau die 1 Minute mehr gesprochen, wie die Kollegin Jelpke auch. Nun hat der Kollege Hartmann für die SPD-Fraktion das Wort.